eisernen Tor. Abschloss. Danach besuchte sie 2 Jahre lang eine Fortbildungsschule für Stickerinnen. Nach dem Anschluss wechselte sie zur Wirtqualenfirma Emrich Strasser. In Wien lebte sie mit ihrer Mutter im 3. Bezirk in der Salmgasse 21. Mutter und Tochter lebten in Armut, da die Mutter arbeitslos und ausgesteuert war. So die offizielle Erzählung. Die Mutter arbeitete allerdings jahrelang als Köchin, ohne von ihrem Arbeitgeber angemeldet worden zu sein. Ihre Freundinnen beschrieben Hansi Eibensteiner als sportlich, außerdem sang sie gerne. Oft waren sie und ihre Freundinnen in der Natur unterwegs. So hatte sie auch Hermine Jurser, Widerstandskämpferin und ebenfalls in Ravensbrück inhaftiert, in Erinnerung. Hansi war ein herrlicher Mensch und großer Kampfgeist. Sie konnte mir nicht genug von den Naturschönheiten erzählen. Und sie dachte immer an die Menschen um sie herum, wie man diesem und jenem helfen könnte und hatte für jeden ein tröstendes Wort. Sie war imstande, ihren Enthusiasmus und ihren Optimismus auf uns alle zu übertragen. Und mit ihrem warmen Herzen und ihrer Anteilnahme richtete sie so manche Verzweifelte auf. Ihr Erfindungsgeist war unerschöpflich. Politisches Engagement. Hansi Eibensteiner war früh politisch interessiert. Während der Kämpfe im Februar 1934 schrieb die damals 17-Jährige in ihr Tagebuch, man solle ja nicht glauben, den Sozialismus so ausrotten zu können. Oh nein, dann erst recht. Trotzdem werden wir heimlich unsere Zusammenkunftsstätten aufsuchen, uns vereinigen und kämpfen für unser Recht, für die Freiheit. Tags darauf, am 13. Februar, überwog die Verzweiflung. Weinen könnte man und dann wieder spüre ich einen unwiderstehlichen Drang zu kämpfen, den armen Brüdern zu helfen, vergelten, ebenso rücksichtslos zu sein wie die anderen.
Aber dann kommt wieder dieser lähmende Gedanke der Unfähigkeit, dass die anderen siegen werden. Laut Gerichtsakten kam Hansi Eibensteiner im Jahr 1937 mit kommunistischen Parteigängern in Kontakt. Ein jüdischer Genosse, von dem Eibensteiner vor Gericht nur den Decknamen Motti preisgab, habe sie kurz vor dem Anschluss veranlasst, der Jungen Front beizutreten. Diese Organisation war offiziell ein Jugendverband der väterlichen Front, wurde jedoch von kommunistischen, marxistischen Jugendlichen zur Tarnung genutzt und diente der Rekrutierung für den kommunistischen Jugendverband, KJV. Bereits in der Jungen Front hat Hansi Eibensteiner laut Gerichtsakten eine tragende Rolle als Führerin einer Mädelgruppe inne gehabt. Anfang 1938 wurde Eibensteiner dann zur KJV-Bezirksleiterin für den dritten Bezirk ernannt. Als solche sollte sie Personen aus dem Kreis der Jungen Front für den KJV gewinnen. Nach dem Anschluss stieg Eibensteiner dann von der Bezirksleiterin zur Kreisleiterin für das Gebiet Landstraße, Schwechat und Simmering auf. In dieser Funktion hielt sie alle 2 bis 3 Wochen politische Treffen ab. Die in diesem Kontext stattgefundene Reorganisation der KJV-Gruppe Schwechat war in den Gerichtsverhandlungen der Hauptgegenstand. Zudem, so wurde ihr vorgeworfen, habe Eibensteiner kommunistische Zeitschriften verbreitet. Trotz dem Versuch, so unauffällig wie möglich zu agieren, wurde Hansi Eibensteiner am 8. März 1940 festgenommen. Widerstandsnetzwerk. Das Widerstandsnetzwerk um Hansi Eibensteiner erschließt sich aus den Gerichtsakten. Hansi wurde darin als Hauptdrahtzieherin dargestellt. Johanna Vogel, Barbara Benz, Johann Huber, Johann Häusl und Lorenz Fürst als das engere Umfeld. Wesentlicher Gegenstand war die Reorganisation des Schwächerter KJV, der zum Kreis von Hansi Eibensteiner gehörte. Als dieser 1940 aufflog, erfolgte eine Reihe von Verhaftungen. Alle Angeklagten kamen aus Arbeiterfamilien und wurden früh politisiert. Der Weg verlief großteils von den Kinderfreunden über die Junge Front zum KJV. Mehr als die Hälfte der Angeklagten war zum Tatbegehungszeitpunkt noch unter 18 Jahren. Die miteinander politisch aktiven Frauen kannten sich teils schon lange. Barbara Wenz und Johanna Vogel waren bereits seit ihrer Volksschulzeit miteinander befreundet. Vogel und Eibensteiner kannten sich seit der gemeinsam besuchten Gewerbeschule. Prozess. Am 4. Juni 1941 wurde Anklage gegen Hansi Eibensteiner und 9 weitere Wiener Jugendliche wegen Aufbau eines kommunistischen Jugendverbandes erhoben. Ihnen wurde vorgeworfen, vom Frühjahr 1938 bis Sommer 1939 in Wien fortgesetzt und gemeinschaftlich miteinander und zum Teil mit anderen Personen das hochverräterische Unternehmen mit Gewalt ein zum Reich gehöriges Gebiet vom Reiche loszureißen und mit Gewalt die Verfassung des Reiches zu verändern, vorbereitet zu haben. Alle Beschuldigten wurden bezichtigt, Mitglieder des illegalen kommunistischen Jugendverbands Österreichs, Teil in leitenden Funktionen gewesen zu sein. Hansi Eibensteiner wurde zusätzlich wegen der Verbreitung einer kommunistischen Hetzschrift angeklagt. Haft. Nach ihrer Festnahme am 8. März 1940 kam Hansi Eibensteiner auf die Rossauer Lände. Am 7. Juli 1941 wurde sie in das Wiener Landesgericht eingeliefert, wo sie bis zum 31. Oktober 1941 inhaftiert blieb. Eine Haftgenossin, Anni Heider, erinnert sich an einen 1. Mai in Haft. Eine jugendliche Stimme rezitierte voll Leidenschaft und Begeisterung ein Kampfgedicht. Knochige Hände umfassten die Eisenstangen. Verhärmte Frauen- und Männergesichter drückten sich an die Zellengitter. Da soeben noch traurige Augen leuchteten voll neuen Mut und neuer Kraft. Dann stimmte das junge Mädchen die Internationale an und alle fielen ein. Machtvoll brauste das Lied durch den Gefängnishof.
Die Aufseherinnen wurden nervös. Wieder die Einsteiner! Schnelles Laufen, das Aufschließen der Zelle wurde hörbar. Einsteiner heraus mit ihnen, Marsch in die Korrektion! Diesen 1. Mai werde ich nicht vergessen, denn er gab mir den Mut, alles Spätere durchzuhalten. Als Heider wenige Wochen später Hansi Einsteiner persönlich kennenlernte und sie sich dieser gegenüber als Kommunistin offenbarte, gab ihr Hansi einen Kuss und sagte, bleib stark, wir gehören zusammen. Fortan bewunderte sie den Mut und den starken Willen, der in diesem zarten Mädchenkörper lebte. Ende Oktober 1941 wurde Hansi Einsteiner in das Zuchthaus Eichach verlegt. Dort begegnete sie wieder ihrer vormaligen Haftgenossin Anni Heider und auch Margarete Schütte-Lihotzky. Anni Heider erinnert sich, als ich einen Teil unserer Leidensgefährtinnen wieder in Eichach eingefunden hatte, begann unsere illegale Arbeit. Politische Schulung, Vertreiben von Zeitungen, die wir von Außenarbeiterinnen bekamen. Aufgrund dieser Zeitungen und der Wehrmachtsberichte hielten wir uns auf dem Laufenden über die Vorgänge an der Front. Da gab es große Diskussionen durch die Wand mit Klopfzeichen oder beim Spaziergehen mit Taubstummenzeichen. Die Initiative hatte immer Ansehen. Die Weitergabe von Informationen, ob in der Freiheit, im Gefängnis oder im Konzentrationslager, war eine wichtige Widerstandsleistung. Der Widerstand der Häftlinge beschränkte sich jedoch nicht nur darauf. Viele übten Sabotage während der Zwangsarbeit. So auch Hansi Einsteiner. Ich muss wieder auf die Hansi zurückkommen, weil die Hansi war ein Beispiel für viele, viele andere Genossinnen und Mithäftlinge. Sie hat zum Beispiel bei der Arbeit sehr viel sabotiert. Wir haben, wie schon gesagt, Beamtenwäsche genäht, weil wir Näherinnen waren. Die meisten anderen haben Militärsocken angestrickt. Und die Hansi hat niemals ihr Soll erfüllt und ist dadurch des Öfteren in die Korrektionszelle gekommen. 3 Tage bei Wasser und Brot. Wir haben natürlich organisiert, dass sie wenigstens danach zu mehr Brot gekommen ist. Aber sie hat immer wieder solchen Mut bewiesen. Alle diese Widerstandsleistungen blieben nicht ohne Folgen. Einsteiner hatte dadurch auch am meisten zu leiden. Zellendurchsuchungen, schweren Arrest, auch Bunker genannt. Ihre Mitgefangenen sorgten sich um ihren gesundheitlichen Zustand und hielten sie um ihr Leben bangend davon ab, für eine Genossin, die mit einer Zeitung erwischt worden war, in den Bunker zu gehen. Hansi Einsteiner hatte zuvor alle Schuld auf sich genommen. Auch Hermine Jursa berichtete von verschiedenen Aktionen, die haben sie in ihrer Haftzeit in der Schiffamtsgasse organisierte. Sie organisierte in dem Gefängnis 100 Hungerstreiks. Und hinter den Verdunklungen am Fenster gab sie über derzeitige Lage Berichte mit politischen Kommentaren. Beim Einmarsch der Wehrmacht in die Sowjetunion protestierte Hansi Einsteiner und Hermine Jursa erinnert sich. Es war ein Sonntag. Der 22. Juni 1941. Hansis mächtige Stimme verkündete den Überfall Hitlers auf die Sowjetunion. Sie hielt eine flammende Rede gegen den Faschismus und endete mit dem Gedicht »Soldaten, wenn ihr einst gegen Osten marschiert«. »Soldaten, wenn ihr einst gegen Osten marschiert, mit Sang und Klang, Soldaten, wer weiß, ob ihr da nicht den Mut verliert«. Denn der Weg, der euch zur Schlachtbank führt, der ist weit, Soldaten. Es stehen überall rote Armeen in eurem Rücken, Soldaten. Ihr möget nach allen Seiten euch drehen, ihr werdet zwischen den Fronten stehen, die euch erdrücken, Soldaten. Es ist ein erbärmlicher Krieg, den ihr führt, gegen euresgleichen, Soldaten. Wisst ihr denn immer noch nicht, für wen ihr krepiert? Wollt ihr, dass die Freiheit marschiert über eure Leichen, Soldaten? Armeen Europas reiht euch ein, Kameraden der Roten Front zu sein, am Tag des Sieges, Soldaten. Und dann haben wir alle die Internationale gesungen. Nach dem Verbüßen ihrer Haftstrafe wurde Hansi Einsteiner am 26.10.1944
der Gestapo übergeben und am 14. November 1944 in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert, wo sie die Häftlingsnummer 85.520 bekam und bis zur Auflösung des Lagers 1945 festgehalten wurde. Im Lager hatte sie die Funktion einer Kappa und musste in den Siemenswerken Zwangsarbeit leisten. Wie andere Frauen auch setzte sie sich besonders für die Kinder im Lager ein. Rosa Jochmann schrieb im Mitteilungsblatt der österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück aus dem Jahr 1986 über die besondere Härte, Weihnachten in Ravensbrück verbringen zu müssen. Besonders bewegte sie und alle anderen das Schicksal der Kinder. Zur Strafe mussten wir am 24., 25. und 26. Dezember von 6 Uhr früh bis 18 Uhr abends Strafe stehen, ohne Essen. Und das Schwerste war, dass die Kinder in der ersten Reihe standen, die Kälte und den Hunger mit uns mitmachen mussten. Also standen wir. Und wenn die Sirene ging, endlich, und wir abtreten durften, dann nahmen wir die Kinder an uns, versuchten sie zu erwärmen und natürlich bekamen die Kinder auch was zu essen und zu trinken. Die Häftlinge versuchten Weihnachten 1944 den Kindern eine besondere Freude zu bereiten. Sie organisierten für sie eine Weihnachtsfeier und alle Kinder sollten ein kleines Geschenk erhalten. Aus Lumpen haben wir kleine Bälle und Stoffpüppchen angefertigt. Von der kurzen Nachtruhe haben sich diese Frauen noch Stunden abgeknapst, um Überraschungen für die Kleinen vorzubereiten. Vom Munde sparten sie sich ein Stückchen Brot ab, sollten doch die Kinder einmal satt werden und einmal fröhlich sein. Gegen Ende des Krieges, als das Lager bereits hoffnungslos überfüllt war, teilte sich Hansi Eibensteiner das Bett mit ihrer Freundin und Genossin Johanna Vogel, für die sie auch im KZ die wichtigste Bezugsperson blieb. Rückkehr. Am Evakuierungsmarsch, knapp vor Auflösung des Lagers Ravensbrück, wollte ein SSler Hansi Eibensteiner noch erschießen. Johanna Vogel rettete sie durch beherztes Eingreifen. Hansi türmte gemeinsam mit Friederike Sinclair, Johanna Vogel sowie Barbara Benz. 3 Tage hielten sie sich zwischen den Fronten im Wald versteckt, ehe sowjetische Soldaten sie fanden und zurück ins aufgelöste Lager schickten. Vogel, Benz und Sinclair erhielten tags darauf von einem russischen Offizier einen Karrenwagen und schlugen sich über Brünn nach Wien durch. Eibensteiner blieb geschwächt von der Haft im Lager, bis sie im Sommer 1945 mit einem von Rosa Jochmann organisierten Transport zurück nach Wien fuhr. Nach ihrer Rückkehr aus der Haft arbeitete Hansi als Dolmetscherin, Stenotypistin und Kindergärtnerin und versuchte sich ein neues Leben aufzubauen. Mit ihrer ganzen Begeisterung, ihrem Elan hat sie sich in die neue Arbeit gestürzt, ohne auf ihre geschwächte Kraft zu achten. So erinnert sich eine Genossin. Gesundheitlich war Hansi stark gezeichnet. Sie kämpfte mit einem in der Haftzeit zugezogenen Herzklappenfehler und mit einer latenten Lungenstauung. Sie befand sich deshalb auch in ärztlicher Behandlung. Im März 1947 heiratete sie ihren alten Freund, den Werkzeugschlossergesellen Franz Mucher. Entgegen der Warnung des Arztes entschied sich Hansi für eine Schwangerschaft. Ihre Tochter Johanna wurde am 17. November 1947 in Wien geboren. Circa 10 Wochen nach der Geburt, am 23. Jänner 1948, verstarb Hansi Eibensteiner nur 31-jährig an den Haftfolgen. Am 30. Jänner 1948 wurde sie in Anwesenheit ihrer Genossinnen aus der Lagergemeinschaft Ravensbrück in Wien begraben. In einem Nachruf wurde Hansi Eibensteiner als stille Heldin, die ihren Mitgefangenen viel Mut machte und als besonders wissensdurstige junge Frau beschrieben. Sie konnte ohne gedankliche Arbeit nicht sein. Ständig hatte sie Probleme, die sie durchdachte, von allen Seiten beleuchtete und uns dann zur Diskussion stellte, bis sie nach unserem damaligen Ermessen gelöst waren. Immer
betrafen diese Probleme unser Volk und seine Zukunft. Wie werden wir unseren Kindern eine schönere Zukunft schaffen? Oder wie werden wir unseren Arbeitern einen besseren Lebensstandard sichern? Beim Appell. Wir stehen stumm in Zehnerreihen, im Osten wird es langsam hell. Steinragt der Wald, wir atmen die Luft in vollen Zügen, um Kräfte zu sammeln für den Tag, denn keiner von uns will unterliegen. Da Pflanzen im Osten seltsam. Uns zu schaffen einen guten
Bewegung ohne euch reicht's für uns schon. In Erwägung, dass wir der Regierung, was sie immer auch verspricht, nicht trauen, haben wir beschlossen, unter eigener Führung uns nur mehr ein gutes Leben aufzubauen. In Erwägung, ihr seid auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen, müssen wir dann leben, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen. Müssen wir dann leben, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen.